Wiener Güteziegel in Gold in der Kategorie Wiener Meisterleistung geht an die Porzellangasse 36. Das Projekt im 9. Wiener Gemeindebezirk überzeugt mit der einzigartigen Verbindung aus traditionellem Handwerk und dessen moderner Interpretation. Die Wohn- und Geschäftsimmobilie aus der Gründerzeit steht seit 2003 unter Denkmalschutz und ist im Besitz der Puber Privatstiftung, die einen besonderen Fokus auf Werterhaltung legt. Dementsprechend wurde bei der Liegenschaft ein Schwerpunkt auf sorgsame und umfangreiche Revitalisierung auf höchstem Niveau gesetzt. Mit der Planung wurde Praschl Godasi Architekten betraut. Die originalgetreue Sanierung des Objekts fand in enger Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt sowie zahlreichen Restauratoren statt und wurde von der Firma Rudolf Denk realisiert. Gefördert wurde die Restaurierung der straßenseitigen Fassade aus Mitteln des Wiener Altstadterhaltungsfonds. Das Haus in der Porzellangasse wurde 1907 vom Architekten Alexander Neumann als Doppeltrakter entworfen, dessen besonderes Merkmal der Niveauunterschied zwischen dem Straßen- und Hoftrakt ist. Ein weiteres Highlight des Hauses ist die in Eisenbeton ausgeführte Deckenkonstruktion und die großzügig gestalteten Wohnungen, die den Geist der Wiener Moderne widerspiegeln. Diese historischen Gegebenheiten und die fast vollständig erhaltene Originalsubstanz verlangten herausragendes handwerkliches Können bei der Revitalisierung. Die Sanierungsarbeiten der Porzellangasse 36 umfassten die Fassade sowie das Stiegenhaus. In den Wohnungen wurden hochwertige Sanitärräume ergänzt und das Dachgeschoss wurde ausgebaut. Ein weiteres prägnantes Beispiel für das harmonische Zusammenspiel von Tradition und Moderne ist der Personenaufzug im Stiegenhaus. Schließlich bietet die kunstvolle Fassade, die historische und sezessionistische Stilmerkmale trägt, einen besonders schönen Anblick.